Guten Abend und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Meldungen über Krieg und politische Krisen, Corona und starke Inflation treiben die Menschen um. Dabei gerät leicht aus dem Blick, dass sich derzeit eine neue Weltordnung herausbildet. Es werden die Trennlinien der nächsten Generation gezogen zwischen dem Westen und dem Rest der Nationen, zwischen liberalen Demokratien und illiberalen Autokratien, zwischen denen, die sich einordnen in die gegenwärtig entstehenden Verbünde und jenen, die losgelöst davon ihre eigenen Interessen verfolgen. Das Thema des heutigen Abends lautet vor diesem Hintergrund eine neue Weltordnung, die Vormacht der großen Fünf und ihr schwieriges Zusammenwirken. Dieses hochkomplexe Thema in das Korsett von 60 Minuten zu bringen, sind nur wenige imstande. Ich freue mich deshalb, dass wir mit Professor Herfried Münkle heute Abend jemanden zu Gast haben, der wie kaum ein zweiter geeignet ist, die jüngsten Entwicklungen in der internationalen Politik mit seinem abgeklärten Blick fachkundig einzuordnen. Er wird nicht nur die Hintergründe zur aktuellen Lage erläutern, sondern auch die großen Herausforderungen, vor welchen Europa und damit wir alle gemeinsam stehen, benennen. Denn die Bewertung der weltpolitischen Lage berührt auch die Frage, wie wir in Zukunft eigentlich leben wollen, oder sollten wir besser fragen, wie wir noch leben können. Bevor unser Gast zu uns spricht, gestatten Sie mir noch einige biografische Anmerkungen. Herfried Münkler ist nach Auffassung der Süddeutschen Zeitung der vielleicht berühmteste Professor Deutschlands. Wann immer über ideologische Verwerfungen, historische Katastrophen und aktuelle Kriege diskutiert wird, ist seine Meinung gefragt. Er lehrte bis zu seiner Emeritierung Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin. Seit 2004 gehört er zum festen Referentenstamm der Stiftung Demokratie, worauf wir besonders stolz sind. Mit dem heutigen Vortrag ist er bereits zum 14. Male bei uns. In den vergangenen Jahren stellte er die zentralen Thesen aus seinen vielbeachteten Werken zur Diskussion, wie zum Beispiel die neuen Kriege, Imperien, die Deutschen und ihre Mythen, der Große Krieg oder auch der Dreißigjährige Krieg. Der Politikwissenschaftler erhielt zahlreiche Auszeichnungen, so den Wissenschaftspreis der Abi-Warburg-Stiftung, den Dr. Meyer-Struckmann-Preis und 2016 wurde er für sein Buch über den Ersten Weltkrieg mit dem Friedrich-Schiedel-Literaturpreis ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr stellte er sein neuestes Buch Marx, Wagner, Nietzsche, Welt im Umbruch bei uns vor. Ich freue mich, ihn heute Abend begrüßen zu dürfen. Das ist auch nicht so ganz einfach, sich relativ weit in die Zukunft hinein zu wagen, wenn man nicht normativ an die Sache herangeht. Das ist natürlich relativ leicht, wenn man über Zukunft spricht, sozusagen über das, was man an Wünschbarkeiten und Sollensvorstellungen hat. Die reiht man dann der Reihe nach auf. Und wenn die Wirklichkeit nicht so wird, wie man das beschrieben hat, dann kann man mit den Achselzucken und vielleicht mit Hegel sagen, umso schlimmer für die Wirklichkeit, ich hab's ja nur gut gemeint, nicht? Etwas riskanter ist es, was ich heute machen werde, gerade nicht in normativer Hinsicht die zukünftige Weltordnung zu beschreiben, sondern eigentlich in Form einer Rücknahme von Normerwartungen, die wir in den letzten 30 Jahren, also tendenziell im Gefolge des Zusammenbruchs des Ostblocks und der Sowjetunion entwickelt haben, die ja so auch ein bisschen etwas wie eine im weiteren Sinn Traumzeit der Bundesrepublik und der internationalen Politik gewesen sind, nicht? Der große Widersacher ist weg und die Vorstellung war, nun können wir eine Welt zusammenbauen, wie wir sie eigentlich immer wollten und nie konnten und woran uns letzten Endes halt der Ost-West-Konflikt, die Bipolarität gehindert hat. Dass diese Bipolarität, wie wir im Nachhinein wissen,
ein Ordnungsfaktor erheblichen Maßes gewesen ist, nicht? Und schon seit einiger Zeit so mancher den überschaubaren Verhältnissen von bis 89 auch ein bisschen nachtrauert. Natürlich nicht so wirklich nachtrauert, aber so mit der Vorstellung, naja, damals waren die Verhältnisse aber klar. Das sollte man nicht aus dem Auge verlieren. Also werde ich in dem, was ich nachfolgend sage, einen ersten Block, werde ich mich beschäftigen mit der Erosion der Ordnungsvorstellungen, teilweise der Ordnungsentwicklungen, auf die vor allen Dingen die Europäer und hier insbesondere die Deutschen gesetzt haben, um nochmal zu beschreiben, was das war oder was gemeint war, wenn von einer regelgebundenen, wertgestützten, normgetriebenen Weltordnung gesprochen worden ist, um zu beschreiben, dass in gewisser Hinsicht Frau Baerbock der letzte Vertreter dieser Idee ist, mit der sie aber teilweise dann immer wieder zurückrudern muss oder zurückgerudert wird, wenn Sie sich erinnern, nicht, wie sie in die Golfmonarchien gereist ist, um allerhand anzumahnen und dann hinterher Habeck gewissermaßen das Gegenteil dieser Mahnungen präsentiert hat, nämlich eher die Bitte, dass man doch vielleicht entsprechende verflüssigtes Gas von dort nach Europa bringen kann. Also hätte auch sagen können, als Überschrift angekommen in der Wirklichkeit, aber das hat mir einen zu polemischen Charakter. Ich möchte eigentlich mir noch mal Mühe geben, zu rekonstruieren, was unsere Vorstellungen waren und warum sie so waren und auch warum wir nach 2014 so lange eigentlich an diesem Modell festgehalten haben. Dafür gab es gute Gründe. Gründe, die nicht nur in dem Umstand lagen, dass das russische Erdöl und Erdgas billiger war, ökonomisch und ökologisch vertretbarer, sondern die auch etwas mit Fragen der Weltordnung zu tun haben. Das ist der erste Teil. Und im zweiten Teil werde ich mich dann halt der Struktur der Fünfe zuwenden und um das, was sich da im Augenblick entwickelt, aber noch nicht wirklich hervorgetreten ist, sondern so eher wie etwas ist, was aus dem Wasser hervortritt, Konturen abzeichnet, aber noch nicht klar erkennbar ist. Das will ich dann im zweiten Teil beschreiben. Nur damit Sie, weil ich ja mit denjenigen, die schon einmal hier waren, bei den 14 Mal oder 13 Mal wissen, weil ich sehr zurückhaltend bin mit Folien und je älter ich werde, desto zurückhaltender werde ich. Und deswegen habe ich heute gar keine dabei. Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Das war in gewisser Hinsicht die Überschrift unter dem Projekt der letzten 20 Jahre. Sozusagen ein Kompromiss zwischen der Forderung der Friedensbewegung, die ja in den 80er Jahren in der Bundesrepublik eine zentrale und wichtige Rolle gespielt hat, nämlich Frieden zu schaffen ohne Waffen, und der politischen Realität, bei der man gesagt hat, naja, so ganz können wir das vielleicht auch nicht, aber mit immer weniger Waffen sozusagen als ein Work in Progress, eine Entwicklung, die stattfindet und von der man den Wunsch hatte, dass sie immer mehr Fahrt aufnimmt, dass sie nicht nur Europa oder Westeuropa betrifft, sondern irgendwann global werden kann. Man kann schon sagen, dann in dieser Zeit hat man so etwas wie einen Bedeutungsverlust militärischer Macht konstatieren können. Wenn man mit dem US- oder englisch-amerikanischen
Politikwissenschaftler Michael Mann an die Sache herangeht, kann man sagen, es gibt vier Machtsorten, politische Macht, wirtschaftliche Macht, ökonomische Macht und er nennt das ideologische Macht, ich würde eher sagen kulturelle Macht, nicht? Und sagen, relativ gut und breit aufgestellt ist derjenige, der im Portfolio der Machtsorten all das zur Verfügung hat. Aber es ist klar, diese unterschiedlichen Machtsorten verfügbar zu haben, kostet unterschiedliches Geld. Also kulturelle Macht hat man in der Regel. Gewissermaßen einen Goethe muss man jetzt nicht erst nochmal erfinden oder einen Beethoven oder was sozusagen kulturelle Macht der im Deutschen sein könnte. Und wirtschaftliche Macht hat man auch. Aber in militärische Macht muss man immer investieren. Eigentlich muss man sozusagen einen unproduktiven Faktor aufbauen. Und insofern gibt es eine Neigung zu sagen, es wäre eigentlich gar nicht schlecht, wenn wir weniger von dieser militärischen Macht aufbauen müssten, weil dann könnten wir, wie Helmut Kohl etwa, gerne gesagt hat, eine große Friedensdividende zur Verfügung haben, die wir in irgendeiner Weise konsumieren können, sei das für Infrastrukturinvestitionen, sei das für Fragen der Sozialpolitik, was auch immer. Ja, und nachdem Deutschland bis eigentlich 1989, 90 der höchst militarisierte Raum im Weltmaßstab gewesen ist, also sozusagen 520.000 Mann unter Waffen im Westen, 300.000 Mann mit allem drum und dran, was die DDR so hatte, im Osten, dazu die Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte, und bei uns also noch amerikanische Streitkräfte und Franzosen und Briten, kann man sagen, wir waren auch erschöpft gewissermaßen von diesem Bereithalten von Fähigkeiten, auch erschöpft mental von der wechselseitigen nuklearen Geiselnahme, nicht, die zweifellos auch dafür gesorgt hat, dass die konventionellen Kräfte nicht aneinander geraten sind. Etwas, was man heute noch mal ganz anders betrachten kann. Atomwaffen als politische Waffen hieß, es ist klar, wenn eine Eskalationsspirale in Gang kommt, die zunächst einmal mit einem konventionellen Krieg beginnt, dann ist, wenn beide Supermächte involviert sind, es eigentlich unvermeidlich, dass am Schluss es zu einer nuklearen Eskalation kommt. Also spricht alles dafür zu sorgen, dass die konventionellen Kräfte nicht aneinander geraten. Ja, sozusagen der Endpunkt der Eskalation, nukleare Eskalation, war ein Zwang zu vermeiden, dass NATO und Warschauer Pakt aneinander geraten und gewissermaßen die Kriege sozusagen sich in alle Welt zurückziehen, dort als Proxy Wars, Stellvertreterkriege geführt werden, aber eigentlich nicht in Europa. Den Zeitgenossen, also uns, den meisten von Ihnen jedenfalls, ist das in der damaligen Zeit weniger klar gewesen, was diese Funktion ist. Aber in der jetzigen Situation, wo Putin mit einem Male sagen Atomwaffen nicht als politische Waffen nutzt, deren strukturelle Funktion war sicherzustellen, dass es nicht zu einem Krieg der konventionellen Waffen kommt, sondern eher die Nukleardrohung, die er ja immer wieder, also vielleicht nicht unbedingt nur er selbst, sondern seine Umgebung, vor allen Dingen der von uns relativ lange für liberal gehaltene Medvedev, der da mit entsprechenden Äußerungen gerne auftritt, da dienen die Nuklearstrategie und die Drohungen damit dazu, einen konventionellen Krieg möglich zu machen, und zwar vor allen Dingen für Russland günstig zu machen, weil der Zweck dieser Drohung wesentlich darin besteht, die potenziellen Unterstützer der Ukraine abzuschrecken, die Ukraine mit entsprechendem Gerät zu versorgen. Da kann man ganz gut beobachten, dass das eben durchaus auch teilweise seine Wirkung
gehabt hat. Also da wird nochmal deutlich, was der Unterschied zwischen bis 89 oder 88, als Gorbatschow anfing, mit der nuklearen Abrüstung ins Gespräch mit den USA zu kommen, und heute sich getan hat und was uns da Sorgen machen muss. Aber zunächst nochmal zurück dann zu dieser zentralen Bedeutungs-, zu diesem zentralen Bedeutungsverlust militärischer Macht nach 89, 91. Man kann das identifizieren daran, dass der Zusammenbruch der UdSSR stattgefunden hat, wiewohl die sozusagen keine kein Trägersystem und keinen nuklearen Sprengkopf weniger hatten. Nicht? Sie sind an ökonomischen Problemen kollabiert. Die militärische Macht hat sie nicht gerettet. Man kann sehen, wie die Ausdehnung der EU nach Mittelosteuropa im Prinzip diesen Imperativen der ökonomischen Macht folgte und wie auch die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung 89 folgende wesentlich darauf beruhte, dass Helmut Kohl sagen konnte, okay, Bush, ich verstehe, du kannst im Prinzip Gorbatschow nicht über Wasser halten, indem du ihm Kredite gibst, weil dein Kongress da nicht mitmacht, aber ich kann das. Nicht? Und das Machtungleichgewicht, das plötzlich entstand, dass weder Mitterrand noch Maggie Thatcher einen so zentralen Einfluss hatten, sondern es ein Zusammenspiel zwischen Bush und Kohl war, hat auch etwas schon mit dieser Gewichtverschiebung in Richtung fiskalische Macht zu tun gehabt. Aber wir haben das dann vor allen Dingen nochmal gesehen bei der Überschuldungskrise der südeuropäischen Staaten, also das, was man in Griechenland dann kritisch den Merkelismus genannt hat. Plötzlich war Deutschland der entscheidende Akteur in Europa, vor allen Dingen aufgrund der wirtschaftlichen Macht. Und sicher hat auch eine Rolle gespielt, das, was amerikanische Politikwissenschaftler Morris Janowitz bereits in den 1950er Jahren die Konstabularisierung des Militärs genannt hat. Also zunehmende Polizeifunktionen, die das Militär bekommt, nicht gewissermaßen das Brechen eines gegnerischen Willens in der unmittelbaren Konfrontation, sagen wir mal in Form einer Niederwerfungsstrategie, sondern eher Sicherstellung von Ruhe und Ordnung, Wiederherstellung von Frieden, also friedenssichernde, friedenserzwingende Maßnahmen, wie das alles hieß, Konstabularisierung des Militärs. Und dazu braucht man natürlich sozusagen nicht die Kräfte des Kalten Krieges, also keine schwere Infanterie, sprich Panzergrenadiere, dazu braucht man eigentlich auch kaum Panzer. Man braucht sozusagen vor allen Dingen leichte Infanterie. Und darauf hat dann zunehmend Deutschland gesetzt, nicht? Also das, was nach Afghanistan gegangen ist, was jetzt in Mali ist, das sind ja eher Jägereinheiten, also Gebirgsjäger, Fallschirmjäger und ähnliches mehr. Das heißt sozusagen, die Fähigkeit der Landes- und Bündnisverteidigung, die vorher im Mittelpunkt stand und von der jetzt allgemein gesagt wird, wir brauchen dieses Sondervermögen von 100 Milliarden, eigentlich eine unvorstellbar große Summe, um das wiederherzustellen, ist mehr und mehr in den Hintergrund getreten, weil man davon ausgegangen ist, das sind eigentlich überflüssige Kosten, die wir haben. Oder noch einmal, vermutlich das letzte Mal jetzt, eine Formel von Kohl, sozusagen Referenz an den Raum. Nicht? Ist zwar Rheinland-Pfalz, aber sagen ganz in der Nähe. Nicht? Wir sind von Freunden umzingelt. Und wenn man von Freunden umzingelt ist, dann kann man sich manches an Ausgaben sparen. Kurzum, eigentlich war das eine Situation, die den von langen Rüstungsanstrengungen erschöpften Deutschen, auch noch mit der Erinnerung an die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts und den Kriegen, sehr entgegengekommen ist. Bedeutungsreduzierung militärischer Macht, Bedeutungsgewinn wirtschaftlicher Macht, prima sozusagen, hatten wir ja.
Nicht? Also diese Formel, politisch ein Zwerg, aber wirtschaftlich ein Riese, kam plötzlich ins Schleudern, weil aus dem wirtschaftlichen Riesen sozusagen unter der Hand auch ein politischer Akteur geworden ist. Und dann halt das Problem, wie organisieren wir jetzt die Räume, die kollabiert sind? Also alles, was hinter dem sogenannten Eisernen Vorhang war. Und dabei kam die Vorstellung auf, Wohlstandstransfer als Instrument der Friedenssicherung. Wohlstandstransfer. Das war die Grundlage der Entscheidung zur Osterweiterung der EU. Nicht? Denn rational hätte ja manches dafür gesprochen, wir assoziieren die vielleicht, aber wir lassen sie nicht in die EU rein. Weil das kommt uns billiger und die stimmen dann auch nicht mit ab. Und vor allen Dingen, jeder, der ein bisschen politischen Verstand hatte, konnte doch ahnen, dass da eine ganze Reihe von Vetospielern entstehen würde. Und was ein Vetospieler ist, das kannte man im Prinzip aus dem Deutsch-Französischen-Verhältnis, nicht? Wo Frankreich immer mal wieder, wenn sagen die Subventionierung seiner Landwirtschaft in irgendeiner Weise im EU-Haushalt Frage gestellt worden war, diese Rolle des Vetospielers eingenommen hat. All das im Auge haben, hat man sich trotzdem dafür entschieden, diese Erweiterung zu machen. Und dafür gab es Gründe. Nämlich, wenn man in die 1920er Jahre, teilweise 1930er Jahre zurückgeguckt hat, dann war eigentlich der Raum, der jetzt in die EU hineinkam, ein Raum ständiger Kriege. 1920. Polen führt 5 oder 6 Kriege gegen Sowjetrussland, bei denen es im Übrigen wesentlich um die Westukraine ging. Ungarn führt 1920 einen Krieg gegen Rumänien, Siebenbürgen diesen Raum zurückzuholen zu sich. Die Griechen führen einen großen Krieg gegen die Türkei 1923, der also genau vor 100 Jahren mit der Katastrophe von Smyrna endet und anschließend den großen ethnischen Verschiebungen. In den Köpfen dieser Akteure spielte immer sozusagen groß eine Rolle. Großpolen, Wiederherstellung von Großpolen, Wiederherstellung von Ungarn vor Trianon, also vor dem, was für die Ungarn das ist, was für die Deutschen Versailles heißt, und für die Griechen natürlich der Zusammenbruch des Osmanischen Reiches mit der Erinnerung, das Byzantinische Reich, nicht? Also sozusagen Westanatolien könnten wir wieder haben, am Schwarzen Meer könnten wir auch sein, all das, was man so herstellen wollte. Und es gab eigentlich keine Garantie dafür, dass diese Vorstellungen, nachdem das alles gefriergefrostet war, durch die Sowjets nicht wieder da sein würde. Also sozusagen, wie vermeidet man eine Entwicklung in Analogie zu den 20er und 30er Jahre? Und da war es naheliegend zu sagen, ja, wenn es den Leuten gut geht, dann werden sie vielleicht sich nicht so sehr von kollektiven Fantasien, mit Blick auf Russland nenne ich das postimperiale Phantomschmerzen, also und zu sagen, man spürt dort einen Schmerz, wo eigentlich sozusagen ein Körperteil längst amputiert ist, werden sie das vergessen und sie werden nicht von Ressentiments umgetrieben sein. Und dass das vor allen Dingen bei den Deutschen gegriffen hat, hat natürlich auch damit was zu tun, dass das unsere Geschichte ist, nicht? Also nach 1918 gewissermaßen umgetrieben von der Erinnerung daran, was alles zu Deutschland gehört hat und dass das wieder zurückkommen soll oder noch viel mehr. Und nach 1945 sicherlich auch unter der Konstellation der Mächte, der Teilung des Landes, aber ein zunehmendes Sich-Einhausen im Wohlstand, nicht? Und sagen, wie die Forderungen der vertriebenen Verbände und Landsmannschaften zunehmend aus politischen Parolen zu Folklore geworden sind. In den späten 60er, frühen 70er Jahren, das hatte alles mit Wohlstandsentwicklung zu tun. Kurzum, das war schon eine gewisse Rationalität, von der man sagen konnte, naja, was bei uns geholfen hat, kann ja auch bei anderen helfen. War natürlich die Frage sozusagen, wenn man Ostmitteleuropa
einigermaßen auf diese Weise pazifiziert, indem man sie in die EU reinholt und relativ starke Kapitalströme und Technologietransfers in diese Räume hinein in Gang setzt. Wie geht man mit Russland als dem eigentlichen revisionistischen Akteur um? Ich meine, ich weiß zwar nicht so genau, wie viel Politiker tatsächlich in historischen Analogien denken, aber in der Regel ist das der Rollator oder der Krückstock, auf den sie angewiesen sind, wenn sie Zukunft einholen wollen. Und da war im Prinzip klar, dass es in Russland starke revisionistische Tendenzen gibt. Also zurück in eine Situation entweder vor 89 oder aber gar vor 1917. Also das zarische Russland, nicht? Das ist ja auch seit längerem im Protokoll des Kreml wiedersehen, nicht? Wenn die mit zarischen Uniformen den sehr kleinen Putin, je größer die Mützen, desto kleiner der Putin, die Türen aufmachen. Ist klar, nicht? Russland konnte nicht Mitglied der EU werden. Da wären ganz viele in der EU dagegen gewesen. Und es wäre dann auch keine Europäische Union, sondern, oder Gemeinschaft, oder, sondern eine Eurasische Union geworden. Und dann hätte man wahrscheinlich irgendwann noch die zentralasiatischen Länder, diese sogenannten Stan-Staaten, Kirgisistan, Tadschikistan und wie die Kasachstan, irgendwie dabei gehabt. Also es war klar. Aber sozusagen doch schon auch die Frage Wohlstandstransfer plus wirtschaftliche Verflechtung. Und wirtschaftliche Verflechtung, eingeschlossen Abhängigkeit als vertrauensbildende Maßnahme. Oder mal etwas flapsig gesagt, was früher Töchter und Söhne waren in den Zeiten der Dynastien, die man miteinander verheiratet hat als vertrauensbildende Maßnahme, war sozusagen jetzt auf der einen Seite Gas und Öl und auf der anderen Seite dafür Technologietransfer und vor allen Dingen relativ viel Geld, das an Russland gezahlt wurde dafür. Und das kam der russischen Situation entgegen, die ja notorisch Geld brauchten und sich zunehmend zu einem Rentierstaat entwickelt haben. Rentierstaat sozusagen als ein Begriff, der vor allen Dingen für die arabischen Ölmonarchien gebraucht wird, die Kapitalisierung der Bodenschätze, um im Prinzip einen Lebensstandard zu generieren, den sie industriell nicht hinbekommen würden. Und die Vorstellung war, könnte sagen, es war der Steinmeier-Plan, dass durch diesen Wohlstandstransfer mit den Trickle-Down-Effekten, also sozusagen, dass das irgendwann auch bei der Bevölkerung wirklich ankommt, die Ressentiments und die bereits erwähnten postimperialen Phantomschmerzen in den Hintergrund treten. Dass das so nicht wird, konnte man relativ früh sehen, weil einfach zu viel bei den Oligarchen hängen geblieben ist, um bei der breiten Bevölkerung anzukommen. Nicht? Und bei der breiten Bevölkerung musste es ankommen, dass die nicht sozusagen abhängig waren von solchen kollektivpsychologischen Ersatzhandlungen, wie mal ein kleiner Krieg, klein, überschaubar, aber wenn man gewonnen hat, dann steht man gleich ganz anders da, wenn man sich damit identifiziert. Zweiter Tschetschenienkrieg, der für Putin sozusagen der Durchbruch war, Georgienkrieg, dann die Annexion der Krim, Eingreifen in Syrien und derlei mehr. Es zeigte sich schon relativ früh, dass das so nicht funktioniert, weil halt die Trickle-Down-Effekte nicht eingetreten sind, die Bevölkerung dann auch keinen Widerspruch erhoben hat, sondern eher, wenn man irgendwas trauen kann in Russland, dann sind das die Zahlen des Levada-Instituts, das einigermaßen unabhängig ist, wenn auch nicht völlig unabhängig. Immer wenn sozusagen die Beliebtheitswerte von Putin abgesackt sind, hat er da so einen kleinen Krieg. Eher sozusagen Krieg im Sinne des Kabinettskrieges, ja. Keine großen Verluste gemacht und dann sind sie wieder hochgeschossen und so weiter. Ja, das alles hätte man sehen können, aber dann gibt es, man nennt das bei uns im Fach Pfadabhängigkeit,
sollte man sich die Pfade nicht so vorstellen, wie das im flachen Land ist, wo man da so beliebig dann mal abzweigen kann, nach rechts oder links, sondern wo die Pfade eher so im Gebirge verlaufen. Wenn man sich für den einen entschieden hat, dann muss man eben weitergehen, 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 weil das kann nur runterfallen oder so. Ja, so dass man also sagen konnte, wir reagieren darauf, indem wir die Abhängigkeit noch mehr erhöhen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Bilder von Anfang 22, als ganz viele da bei Putin waren, unten an diesem komischen Tisch saßen und ihm vermutlich alle ökonomischen Argumente, die ich jetzt so zusammengetragen habe, nochmal vorgetragen haben, dass, wenn er die Ukraine angreift, das für ihn sehr viele Nachteile haben werde, dass wirtschaftliche Macht über das Regime von Gratifikation und Sanktionen ja wirke und so weiter und so weiter. Es hat ihn nicht beeindruckt. Und in diesem Augenblick stellte sich dann plötzlich heraus, wirtschaftliche Macht unterliegt offenbar als Steuerungsinstrument der internationalen Politik anderen Regeln als militärische Macht. Militärische Macht etwa wirkt ganz schnell, kinetische Energie, nicht? Aber Sanktionen brauchen in der Regel mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht länger, bevor sie greifen, nicht? Und das Time Gap dazwischen auszunutzen, ist natürlich eine hohe Verführung. Das hätte man im Prinzip aus den Strategiediskussionen der Sicherheitspolitik wissen können. Aber mit diesem Time Gap hat man sich nicht weiter beschäftigt. Vermutlich hat man sich im Kreml damit beschäftigt, in der Vorstellung, wenn es uns gelingt, in einem relativ schnellen Schlag die Ukraine niederzuwerfen, 14 Tage allerhöchstens, dann haben wir einen fait accompli, also vollendete Tatsachen geschaffen, und dann werden doch die Europäer und die Amis den Teufel tun, dafür langfristige Sanktionen. Denn wenn sich das geändert hat, dann hat sich's geändert, dann haben sie auch keinen Hebel mehr, das war's dann. Das müssen wir uns nochmal vor Augen führen, dass es letzten Endes der Widerstand, man möchte fast sagen der heroische Widerstand der Ukrainerinnen und Ukrainer gewesen ist, der dazu geführt hat, dass etwas eingetreten ist, was die Russen so nicht erwartet haben, nämlich dass sie diesen Krieg nicht nach der Niederwerfungsstrategie führen können, sondern nach der Ermattungsstrategie führen müssen und vieles andere mehr. Aber da will ich mich jetzt gar nicht drin verlieren. Kurzum, wir müssen sagen, alles dahin. Eine Ordnung, wie man sie sich vorgestellt hat, dass sie kostengünstig sei, auf wirtschaftlicher Macht beruhe, obendrein auch noch auf Regeln, da komme ich gleich nochmal dazu, funktioniert nur, wenn alle relevanten politischen Akteure ein Homo economicus oder homines economici im Sinne der volkswirtschaftlichen Theorie sind. Also rationale Nutzenmaximierer, rationale Kalkulierer von Nachteilen und Vorteilen. Wenn nur einer dabei ist, der allerdings entsprechende Macht haben muss, der getrieben ist von Ressentiment. Also wenn wir uns das mal vorstellen, nicht Zorn und Wut verrauchen ja buchstäblich wieder. Aber Groll, runtergeschluckter Zorn, runtergeschluckte Wut, die ist im Bauch, die bleibt. Ja? Und das ist das, was Nietzsche in die deutsche Sprache mit dem französischen Begriff des Ressentiments eingeführt hat. Nur einer dabei ist, der von Ressentiment getrieben ist, dann funktioniert das ganze System nicht. Oder mit Schiller im Wilhelm Tell, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ja? Man könnte es auch sagen, alle Frömmsten können nicht in Frieden leben, wenn nur ein böser Nachbar dabei ist. Na gut, das ist eine lebensweltliche Weisheit, die vermutlich viele von Ihnen kennen, weil wir ja alle irgendwo mal einen bösen Nachbarn schon gehabt haben. Zweites Element dieser alten Friedensordnung, sie wurde gerne bezeichnet als regelbasiert und wertebegründet. Also es wurde davon ausgegangen,
dass man eine Ordnung hat, in der der Begriff die Menschheit nicht nur eine rhetorische Formel ist, sondern zu einem handlungsfähigen Subjekt werden kann und werden muss, um die Menschheitsaufgaben, nämlich Erderhitzung, Armut und Elend im globalen Süden, sich beschleunigende und verstärkende Migrationsbewegungen angehen zu können. Die Rhetorik der sogenannten Nichtregierungsorganisationen, also nicht unbedingt der Staaten, aber der Nichtregierungsorganisationen, hat ja diese Themen in den Vordergrund gestellt, aber in Verbindung damit, das können die Staaten gar nicht alleine organisieren, sondern dazu bedarf es aller und sie müssen zusammenwirken können. Ja, und weil mir der Völkerrechtsberater der Bundesrepublik mal gesagt hat, ach, wir können eigentlich sehr gut mit den Nichtregierungsorganisationen, denn die sind für uns ein Machtverstärker. Deren Themen und unsere Themen passen gut zusammen und wir sind im Prinzip bei internationalen Verhandlungen immer stärker, weil die mit uns sind. Und egal gegen wen, gegen Franzosen, gegen die Amerikaner vor allen Dingen, aber auch gegen die Russen, werden wir durch die wertorientierte, normfixierte Argumentation der NGOs immer stärker gemacht, als wir allein als Bundesrepublik wären. Insofern auch eine große Bereitschaft der deutschen Politik und der deutschen Diplomatie, gewissermaßen mit den Nichtregierungsorganisationen zu kuscheln. Und diese Regeln und Werte sollten natürlich dann auch sicherstellen, dass nicht die wirtschaftlich Starken, von denen ich im ersten Teil dieser Überlegungen gesprochen habe, eine Ordnung nach ihrem Belieben, ganz nach ihrem Belieben, aufstellen oder in der die Konstellation manipulieren. Ist aber klar, so etwas funktioniert nur, wenn es einen Hüter gibt. Also, wenn wir sagen, es gibt so etwas wie das Gemeinwohl der ganzen Menschheit, muss man sagen, ja, wer ist denn eigentlich der Hüter dieses Gemeinwohls? Wer kümmert sich denn darum? Damit das Ganze nicht das, was man in der volkswirtschaftlichen Theorie die Tragödie der Allmende nennt, nicht? Also sozusagen das Gemeindegut, auf dem jeder sein Vieh treibt, aber keiner ein Interesse dran hat, in das Stück zu investieren, sozusagen rein Nutzen. Reiner Nutzen, die Überweidung. Wer ist der Hüter dessen? Und diese Frage ist zwar nie sozusagen in der Theorie zentral gestellt worden, war aber de facto die ganze Zeit der Begleiter. Die Kandidaten wären natürlich und gerne von der deutschen Politik so aufgerufen, die Vereinten Nationen gewesen. Klar, sozusagen der geborene Hüter. 45 als solcher eigentlich auch aus der Taufe gehoben. Aber es war auch immer schon klar, die Kompetenzen und Ressourcen der Vereinten Nationen sind nicht hinreichend groß genug, um diese Hüteraufgabe wahrzunehmen. Und wenn die in die Richtung ging, in denen, sagen wir mal, vor allen Dingen den USA das nicht behagt hat, dann haben die USA damit angefangen, ihre Zahlungen an die Vereinten Nationen einzukürzen. Und hat aber auf diese Weise sozusagen auch über wirtschaftlichen Druck Einfluss gehabt. Aber natürlich vor allen Dingen war es die Selbstblockade im Sicherheitsrat, die mal eine kurze Zeit keine Rolle gespielt hat, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, aber dann war sie schon wieder da. Sodass also eigentlich die Vereinten Nationen als Hüter ausgefallen sind. Also sind so gewissermaßen substitutiv die USA in diese Rolle. Das nannte man dann unipolare Ordnung eingetreten. Wenn man es rein machtpolitisch betrachtet, kann man sagen, die USA haben sich im Verlaufe von 2 Jahrzehnten vor allen Dingen in der muslimischen Welt verzettelt und sie haben sich aus dieser Rolle verabschiedet. Und wenn man ein Symbol dafür braucht, dann ist es der Rückzug aus Afghanistan, Kabul im Sommer 2021, die chaotischen Szenen
Die Amis schmeißen gewissermaßen die Hüterrolle hin. Man kann auch sagen, es war auch die Wahl von Trump, denn dessen zentrale Formel America First. America First ist im Prinzip die Absage an die Impflichtnahme, die Selbstimpflichtnahme des Landes für im weiteren Sinne die Aufrechterhaltung von Regeln und die Durchsetzung von Werten. Natürlich kann man auch sagen, die Amis haben sozusagen sich dabei vieler Hinsicht blamiert, nicht? Abu Ghraib, Guantanamo sind natürlich Orte der, ja, nicht nur der Verzettelung des Hüters, sondern des Strauchelns, wenn nicht Hinstürzen des Hüters. Aber vor allen Dingen kam dann die Frage auf, warum sollen wir, amerikanische Bevölkerung, eigentlich die Lasten tragen für andere? Warum sollen wir im Rust Belt, wo ja der Prozess der Deindustrialisierung stattgefunden hat, dafür sorgen, dass in Afghanistan Straßen und Schulen gebaut werden und bei uns passiert nichts, geht die Infrastruktur kaputt, nicht? Das waren sozusagen dann diese andere Typus von Ressentiments, den Trump sehr geschickt bespielt hat. Also der Blick auf die Kosten der Common Goods und die Frage, wer trägt eigentlich dazu bei, nicht? Und da tauchte sozusagen all das, was man über Allmende sagen kann, wieder auf. Die Dominanz der Trittbrettfahrer. Und das ging dann natürlich vor allen Dingen gegen die Europäer und zumal die Deutschen, die sozusagen nichts dazu beitragen und auch keine 2% ihres BIP aufwenden für Verteidigungsausgaben und so weiter und so weiter. Sodass also auch die USA aus der Hüterrolle sich verabschiedet haben, vor allen Dingen mit der Wahl dieses Präsidenten. Aber in dieser Frage hat Biden ja sozusagen keinen anderen Gang eingelegt, sondern er hat das sozusagen in einer freundlicher kommunizierten Form im Prinzip fortgesetzt. Aber China, nein, China war viel zu schlau, sich auf die ungeheuren Aufgaben der Hüterrolle einzulassen, sondern es hat in seiner Seidenstraßenstrategie eigene geostrategische Interessen verfolgt, Abhängigkeiten generiert, aber sich eigentlich nicht einspannen lassen, einbringen lassen in solche großen Ziele. Kurzum, das Projekt ist an zwei Gründen gescheitert. Diese regelbasierte, wertegestützte, normgetriebene Weltordnung, nämlich erstens daran, dass keiner da sein durfte, dabei sein durfte, für den militärische Macht nach wie vor eine große Rolle spielte. Und zwar zur Verfolgung seiner eigenen Interessen. Man kann ja nicht sagen, das war eine sozusagen Konstabularisierung des Militärs, wenn die Russen mit der Söldnergruppe Wagner in Nordafrika eingegriffen haben. Darauf haben wir ja bis heute keine Antwort. Und zweitens an dem Fehlen eines Hüters, der sich die Aufgabe des Gemeinwohls zu eigen macht. Das ist klar, das wird nie 100% sein, aber wenigstens tendenziell. Dieser Tage oder heute noch nicht, da haben sie ja einen Sondergerichtshof da wieder einrichten wollen oder ein Verfolgungszentrum für russische Kriegsverbrechen in der Ukraine, zittert sozusagen diese Frage der regelbasierten und wertegestützten Weltordnung noch nach, indem man so tut, als könne man irgendwann das Problem Putin lösen, indem man ihn vor einen Strafgerichtshof stellt, nicht? Das ist aber sozusagen so etwas wie ein eher melancholischer Nachklapp, könnte ich sagen, only for television, ja. Das wird nicht sein. Diejenigen, die in Den Haag angeklagt waren, waren vor allen Dingen Kriegsverlierer, und zwar richtige Kriegsverlierer, also Milosevic und die Bande der jugoslawischen Zerfallskriege und natürlich irgendwelche Warlords aus Afrika. Aber der jüngere Bush ist wegen der Führung eines Angriffskriegs, könnte man ja sagen, nicht mal angeklagt worden.
Also, und jetzt machen sie da einen großen Aufstand im Hinblick auf, was weiß ich, die russische Elite. Aber es ist ziemlich klar, ja gut, die können jetzt nicht nach Europa reisen. Ne? Können auch, haben, werden auch Schwierigkeiten haben, ihre Kinder und Enkel irgendwo in Europa, vielleicht mit Ausnahme der Schweiz, in feine Schulen gehen zu lassen. Aber das verkraften die schon. Was wird daraus? Also das, was ich das System der fünf nenne. Das ist jedenfalls eine Ordnung ohne Hüter. Eine Ordnung, die nun mal davon ausgeht, dass es keinen Hüter geben wird. Entweder weil er überfordert ist oder weil er nicht will oder weil er von vornherein nicht kann. Das heißt, diese Ordnung wird von vornherein nicht sonderlich, also jedenfalls normativ nicht sonderlich anspruchsvoll angelegt sein. Denn dazu bräuchte sie einen Hüter. Man kann das sich vor Augen führen an den Problemen der Pariser Friedensordnung, also der Ordnung, die aus dieser Summierung von Vorortverträgen besteht, Saint-Germain, das betraf Österreich, Versailles, die Deutschen, Trianon, die Ungarn, Sèvres, die Türken und Bulgaren, das weiß ich jetzt gerade nicht. Die hätte einen Hüter gebraucht. Es war das erste Mal in der europäischen Geschichte, dass man sozusagen vielleicht nach dem Ende der Stauferkaiser ja, wieder versucht hat, eine Ordnung einzurichten, in der fundamental strittige Fragen nicht ausgekämpft worden sind, sondern als Rechtsfragen mit einer Spitze bis dahin zirkulieren sollten und dann mit einem Entscheid zurückkamen. Weil das Problem war, es gab keinen, der diese Rechtsentscheide dann durchgesetzt hätte. Der erste, der das Ganze zu Fall gebracht hat, war Kemal Mustafa, der uns heute eher unter seinem Kriegsnamen Atatürk bekannt ist, der sich geweigert hat, die Bestimmung von Sèvres, nämlich dass es einen Kurdenstaat geben soll, umzusetzen. Und die Franzosen hatten in Syrien Truppen stehen, aber es ist ziemlich klar, dass sie nach diesem furchtbaren Krieg mit den ungeheuren Verlusten, die französischen Verluste waren ja in Relation sehr viel höher als die deutschen, also von 1000 mobilisierten Männern waren bei denen 183 gefallen, bei den Deutschen waren es 156. Sie überlegen, ist das klar, was das bedeutet für eine Gesellschaft, nicht bereit, sozusagen für einen Kurdenstaat jetzt gegen die Türken so weit weg zu kämpfen. Und deswegen, als der Vertrag von Lausanne von 23 an die Stelle des Vertrags von Sèvres tritt, ist vom Kurdenstaat keine Rede mehr. Ich kann also sagen, das Problem, dass die Türkei und Nordsyrien und vor allen Dingen der Nordirak bis heute haben, ist eines, das damals daraus resultierte, dass die Wilsonsche Formel vom Selbstbestimmungsrecht der Völker letzten Endes nicht umgesetzt wurde. Es hätte eines bedurft, der es umsetzt. Ja, das war sozusagen die erste Bresche, die da geschlagen war. Die zweite Bresche war Mussolini und Äthiopien, also die Wiederaufnahme der italienischen Kolonialpolitik. Gewissermaßen die Vorstellung von Libyen bis Somalia ein durchgängiges italienisches Kolonialgebiet zu schaffen. Und da bot sich Äthiopien an, weil Äthiopien gewissermaßen der letzte selbstständige Staat in Afrika war, kein Protektorat einer europäischen Macht. Ja, da gab es zwar Proteste und derlei mehr, aber dem Mussolini ist keiner in den Arm gefallen. Und es hat auch dem Kaiser Haile Selassie keiner Beistand geleistet. Nicht? Das war sozusagen die zweite Bresche. Und da sind wir jetzt ja nur sozusagen mit Blick auf europäische Akteure. Man könnte auch sagen, die Japaner in der Mandschurei, das war auch ein Problem. Und dann kam schließlich Hitler dazu, der orientiert daran, dass man ja so einiges machen kann, weil es keinen Widerstand gibt, gewissermaßen einsickert. Mit einer Reihe von Aktionen. Rheinlandbesetzung, dann Sudetenland,
vorher schon Österreich, Sudetenland, Rest Tschechei. Und wenn die Polen Anfang September 1939 den Ratschlägen der damals noch nicht so lautstarken Alice Schwarzer gefolgt wären, die die der Ukraine erteilt hat, dann hätten sie keinen Widerstand geleistet, nicht? Und hätte man sagen können, dann hätte jedenfalls der Zweite Weltkrieg nicht am 1. September 1939 begonnen, sondern vermutlich später, weil Hitler dann zu einem späteren Zeitpunkt irgendein Land angegriffen hätte, der sich wehrt. Eine Ordnung also, die zeigt, wenn man Normen hat, und die Pariser Friedensordnung war gekennzeichnet durch das Verbot des Angriffskrieges, dann muss man sie auch durchsetzen. Und wenn man das nicht kann, dann macht man sich lächerlich und provoziert im Prinzip diejenigen, es auch mal zu versuchen. Also eine Abfolge von Regelbrüchen, in denen ausprobiert wird, wie weit man gehen kann. Wenn man also keinen Hüter hat, dann muss man auf eine Mechanik der Ordnung setzen. Und eine solche mechanische Ordnung ist in der Regel begründet auf den Mechanismen des Gleichgewichts und des Züngleins an der Waage. Das kennen die Europäer ganz gut. Das hat sich sozusagen hier hinter dem Rücken entwickelt, als es keine Zentralmacht mehr gab, die das durchgesetzt hat. Das begann Mitte des 15. Jahrhunderts in Italien mit der Lega von Lodi, in denen sich die fünf großen Vormächte Italiens, das ist die Republik Venedig, der Territorialstand Mailand, Republik Florenz, der Kirchenstaat und das Königreich Neapel, im Prinzip dahingehend verbünden, dass sie das Sagen haben und die vielen Kleinen, die es da auch noch gibt, könnte ich jetzt aufzählen, aber es würde so lange dauern, die Klappe zu halten haben und sozusagen in den Einflussbereichen der Großen drin sind und dass das ganze System dazu dient, sicherzustellen, dass keine auswärtigen Mächte in Italien intervenieren. Das funktioniert eine Zeit lang. Und dabei spielt Florenz, der tendenziell schwächste dieser Fünfe, die Rolle des Züngleins. Und das kommt nicht von ungefähr, denn in Florenz herrscht eine Kaufmannsdynastie, die Familie Medici, die sozusagen wissen, wie man balanciert, weil sie wissen, wie man bilanziert, wenn ich mir dieses Sprachspiel mal erlauben darf. Aber wie das halt so ist, der Wirtschaftshistoriker Rostow hat das im Hinblick auf Familienunternehmen Pattern of the Buddenbrook Dynamics genannt. Nicht? In der dritten Generation, in der vierten Generation schaffen die das nicht mehr. Werden sie feinsinnig, spielen nur noch Geige und derlei mehr. Sie erinnern sich ja an das Ende des kleinen Buddenbrook in der Gosse. Und Pietro de Medici begreift das nicht, dass eine Situation entstanden ist, in der im Prinzip drei verbündet sind, nämlich der Kirchenstaat Neapel und Venedig gegen Mailand. Und er verbündet sich auch mit denen. Weil, klar, das sind doch die Stärkeren, will ich auch dabei sein. Aber seine Rolle als Zünglein wäre gewesen, dafür zu sorgen, dass der Herzog von Mailand nicht alleine dasteht. Die Folge ist, der verbündet sich mit dem französischen König und der marschiert dann ein, nicht, und drängt vor bis nach Neapel. Und dann sind 30, 40 Jahre Krieg in Italien, auf der einen Seite zwischen den Franzosen, auf der anderen Seite den Spaniern. Franzosen haben meistens die tüchtigen Schweizer Reißläufer bei sich, die Spanier ihre legendäre Infanterie. Und als diese Kriege dann irgendwann zum Ruhestand kommen, ist Italien zwischen dem Haus Habsburg, Deutschland und Spanien, und dem Hause Valois der Franzosen aufgeteilt. Und es bleibt tendenziell so bis ins 19. Jahrhundert. Also eine Pentarchie kann funktionieren, aber das Zünglein ist entscheidend.
Europäer haben wieder Pentarchien gebildet, auf europäischer Ebene jetzt. Die wird im Dreißigjährigen Krieg neu tariert. Aber am Ende steht fest, es gibt keinen, der über allen steht. Auch der Papst ist das nicht mehr, weil der Protestantismus sich ja etabliert hat. Und es sind fünf Mächte, das ist der Kaiser, das sind die Spanier, das sind die Franzosen, das sind die Engländer und das sind die Schweden. Die Schweden nicht, weil sie so wirtschaftlich stark sind und so viel Steuern haben, sondern weil sie eine sehr leistungsfähige Armee und vor allen Dingen ein vorzügliches Offizierskorps haben. Zwei scheiden aus im Verlaufe des frühen 18. Jahrhunderts. Das ist Schweden, weil Karl XII. Die Schlacht von Poltawa verliert gegen Peter den Großen. Und die Spanier, weil sie sich mehr, also eigentlich nicht mehr für Europa interessieren, sondern mehr für ihre Besitzungen in Südamerika und Mittelamerika. Die werden ersetzt durch Russland, Peter der Große, nicht? Die Öffnung Russlands nach Europa. Und an die Stelle Schwedens tritt Preußen. Ungefähr genauso, ja? Ziemlich armes Land, kein hohes Steueraufkommen, aber eine vorzügliche Armee und vor allen Dingen ein exzellentes Offizierskorps. Und das besteht eigentlich fort bis zur Katastrophe von 1914, bei der man sagen muss, es ist das Versagen letzten Endes der Briten, die als ausgleichende Macht, na sagen wir mal im November 1914, bis dahin nicht in den Krieg eingegriffen, hätten intervenieren müssen als diejenigen, die den Krieg beenden. Das können sie aber nicht, weil sie sich sozusagen bedrängt gefühlt durch das Deutsche Reich auf die Seite der Entente geschlagen haben, also im Bündnis mit Frankreich und Russland gegen die beiden Mittelmächte, Deutsche Reich und Österreich-Ungarn, stehen. Und deswegen ist es völlig folgenlos, dass der Chef der zweiten obersten Heeresleitung, der General von Falkenhayn, zu Reichskanzler von Bethmann geht und sagt, das Beste, was rauskommen kann, ist eine Partie Remis. Das kennen Sie aus dem Schach. Partie Remis funktioniert nur, wenn beide Seiten einwilligen. Ja, wenn einer sagt, ne, spiel aber weiter, ja, dann klappt's nicht. Und das Problem von Bethmann wäre jetzt gewesen, die andere Seite zu überzeugen, dass es das Vernünftigste wäre, diesen Krieg jetzt zu beenden. Das funktioniert aber nicht, weil er auf der anderen Seite mit Mächten konfrontiert ist. Und da sind wir fast in der Gegenwart, Russland, Ukraine, die darauf setzen, dass sie einen Erschöpfungskrieg am Schluss gewinnen werden, weil sie Zugriff auf die Ressourcen der ganzen Welt haben. So. Und in diesem Sinne glaubt Putin vermutlich auch jetzt, wenn ich nur lange genug durchhalte, werde ich diesen Krieg gewinnen, weil in the long run habe ich die größeren Ressourcen. Und vor allen Dingen, wenn der Trump wiedergewählt wird oder auch der DeSantis, dann wird die Unterstützung des Westens für die Ukraine zu Ende sein. Nicht? Deswegen kann man sagen, vermutlich wird dieser Krieg bis zu den amerikanischen Präsidentschaftswahlen gehen. Und danach könnte es dann sein, dass Verhandlungen geführt werden. Aber das ist ja jetzt nicht das zentrale Thema, sondern das zentrale Thema ist, dass sich ein solches System der Fünf wiederentwickelt. Fünf, das könnte ich Ihnen jetzt spieltheoretisch lange erläutern, warum es eigentlich fünf sind und nicht drei oder nicht sieben. Sieben sind zu viel, drei sind zu wenig. Drei, das ist immer so eine 2-zu-1-Konstellation, ist ganz schlecht. Das führt sozusagen zu notorischer Instabilität. Aber fünf kann sich immer wieder stabilisieren, wenn das Zünglein funktioniert. Und das werden in gewissermaßen ganz vorne die USA und China sein. Was auch heißt, es gibt keine Ablösung des amerikanischen Zeitalters durch ein chinesisches Zeitalter, sondern sozusagen die Doppelposition. Denen sind zuzuordnen unter bestimmten Kautelen auf amerikanischer Seite die Europäische Union, auf chinesischer Seite Russland. Aber das ist ja jetzt schon sozusagen so fest in den Armen von Xi Jinping. Ja, der hat Russland ja so lieb, dass Putin kaum noch Bewegungsfreiheit hat. Und der fünfte ist Indien. Das zeigt natürlich schon, ob die das schaffen. Ja, ein Land, das sozusagen in einer tiefen Konfrontation mit China steckt. Und die ist sozusagen geopolitisch festgezurrt. Das
lange Verbindungslinien, die bis 45 zurückreichen, zur Sowjetunion respektive Russland haben. Das andererseits aber von sich selber gerne sagt, es sei die größte Demokratie, jedenfalls die bevölkerungsreichste Demokratie der Welt. Schaffen die das? Aber dass es die Inder sind, sehen Sie daran, dass der Pistorius hingefahren ist und gesagt hat, ihr müsst nicht unbedingt bei den Russen eure Panzer kaufen und eure Waffen und eure U-Booten, ihr könnt sie auch bei uns kaufen. Ja, also sozusagen ein fundamentales Beenden einer die ganze Zeit zentralen Doktrin der deutschen Politik, an solche Akteure werden keine Waffen geliefert. Das hatte jetzt weniger was mit den neuen Konstellationen zunächst mal zu tun, diese Argumentation, sondern es hatte mit der Konfrontation Indien-Pakistan zu tun. Werden keine Waffen geliefert. Aber das ist völlig klar, nicht? Sozusagen in diesem System gibt es einen Run um die zweite Reihe und um den fünften. Und da ist es naheliegend, wenn man durch entsprechende Waffenlieferungen gewissermaßen den Russen kein Monopol auf die Herstellung von solchen Abhängigkeitslinien lässt. Da wird man noch das eine oder andere beobachten können. Das ist sozusagen der Punkt, an dem Sie meine Prognose werden messen können. Das heißt aber natürlich nicht, dass das klappt. Die Alternative ist bitter, die heißt Anarchie der Staatenwelt. Also ein Begriff, der politischen Theorie der internationalen Beziehungen eigentlich nach 45 aufgekommen ist, nämlich keine Ordnung. Nicht? Wenn ich das so beschrieben habe mit den fünf, wobei in das System der fünf so eine Bipolarität, liberal-demokratische Staaten auf der einen Seite, autoritär-autokratische Staaten auf der anderen Seite eingelassen ist und Indien als der fünfte. Wenn das nicht funktioniert, aus welchen Gründen, sondern sozusagen permanent Koalitionswechsel stattfinden, dann muss man von einer Anarchie der Staatenwelt sprechen. Und das ist eigentlich etwas, was sich die Menschheit nicht mehr leisten kann, aufgrund der Risiken, die damit verbunden sind. Aber es gibt Gründe darauf, sich zu verlassen, dass das System der Fünfe auch funktionieren kann. Denn es bleibt bei den Fünfen, weil die Fünfe sich gegenseitig als solche Akteure, als quasi Direktorium der Weltgemeinschaft anerkennen. Und diese wechselseitige Anerkennung, die liegt denen natürlich, weil das für sie Macht ist. Und die wollen auch nicht, dass ein Sechster dazukommt, denn das ein Siebter gar oder ein Achter. Das würde ja bedeuten, dass sie Macht abgeben müssen. Die wollen das schon so organisieren. Aber dahinter gibt es eine zweite Reihe und eine dritte Reihe, die umworben werden will. Und das Umwerben hat mit der Einladung, die Olaf Scholz ausgesprochen hat bei dem G7-Gipfel in Elmau, da konnte man es schon sehen, nicht? Da lädt er die Indonesier ein, die Inder, Südafrikaner und die Argentinier. Da war doch der unappetitliche Bolsonaro in Brasilia an der Macht, nicht? Heute wäre wahrscheinlich nicht der Argentinier, sondern der Brasilianer, der einzuladen. Kurzum, da hat sozusagen schon dieses Rennen begonnen, dass beide Blöcke, die Autokraten und die Demokraten, um die zweite Reihe machen. Und das heißt aber dann auch, die Frage der Werte wird in den Hintergrund stellen. Denn bei dem Rennen um die zweite Reihe, wenn da Frau Baerbock kommt, nicht, und denen dann ins Gewissen redet, dass sie also eine Zivilgesellschaft brauchen und ihre Korruption reduzieren müssen und so weiter, dann finden die das unangenehm und sagen, dann machen wir es doch lieber mit den Chinesen. Die lassen uns in Ruhe, die schicken uns ein paar Technokraten und obendrein haben die Chinesen ja sowieso die höheren Wirtschaftszuwächse, nicht? Kurzum, man muss sich gewissermaßen sexy machen, um da ins Rennen zu kommen. Und das heißt, man kann zwangsläufig nicht so viel über Werte reden. Und das heißt sozusagen, wir haben es auch mit einer Ordnung zu tun, in der diese Fünfe oder vielleicht 2 zu 2 zu 1 ihre eigenen Werthorizonte haben. Der westliche Werthorizont wird zunächst einmal ein liberal-demokratisch-rechtsstaatlicher sein. Die anderen werden eher auf Autokratie plus Technokratie, Technokratie spielt in China eine zentrale Rolle, setzen.
Und es wird keine Rolle mehr spielen, die Vorstellung, dass die Werte gemeinsam sein müssen. Das ist in mancher Hinsicht nicht so schön, jedenfalls nicht so schön, wie wir uns das in den letzten 30 Jahren so vorgestellt haben. Aber es hat viele realistische Gründe und es ist vor allen Dingen keine Anarchie der Staatenwelt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Professor Münkler, für diesen spannenden Vortrag, unter dessen Band ich immer noch stehe, weil wir ja so viel Neues auch gehört haben. Und vielleicht gibt's ja die ein oder andere Frage, die hier im Raum so sich befindet. Ja, die haben wir noch ein Mikro. Hier die erste Frage ist direkt in der zweiten Reihe bei der Frau Dr. Karlfuß. Ja, erstmal vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie die EU einer von diesen fünf sein kann bei dem derzeitigen Zustand der EU, wenn man dann guckt, beispielsweise Orban oder Serbien und auch die Differenzen zwischen jetzt inzwischen zwischen Deutschland und Frankreich. Also wie können die einer dieser fünf Player sein? Ja, darüber habe ich mir auch viele Gedanken gemacht. Zunächst einmal kann man sagen, der Zusammenhalt der Europäischen Union ist natürlich durch das Auftreten von Putin sehr viel größer geworden, als er vorher war, auch der Zusammenhalt der NATO. Man kann von der Produktivität von Feindschaft sprechen. Sozusagen hat man einen Feind, dann führt er dazu, dass bestimmte Fragen nicht mehr so relevant sind. Was Sicherheitspolitik anbetrifft, sind ja auch die Differenzen zu Kaczynski, die spielen keine Rolle. Es sind andere Fragen, die da eine Rolle spielen. Und die sogenannte Visegrad-Connection, also dieses Bündnis aus den baltischen Staaten Polen und Ungarn, ist zerfallen. Ungarn steht allein. Das Problem der EU ist sicherlich, dass man aus ihr austreten kann, aber dass man keinen rausschmeißen kann. Das wäre, was Orban anbetrifft, in mancher Hinsicht, jedenfalls wenn man das mit den Werten ernst nimmt, angezeigt. Andererseits ist, wenn das noch deutlicher wird, was ich beschrieben habe, also wenn sozusagen aus der Tiefe eines Feuchten diese materiellen Strukturen hervortreten, der Druck auf die Europäer, sich aus einem umtriebigen Regelgeber und Regelbewirtschafter in einen politischen Akteur zu verwandeln, der wächst. Sozusagen, es gibt von außen einen Zwang. Entweder seid ihr dabei oder ihr sitzt in der zweiten Reihe oder in der dritten Reihe. Und das heißt sozusagen, dann müsst ihr das machen, was andere sagen. Und wenn man sich im Augenblick sich das nochmal so richtig vor Augen führt, dann hat natürlich gerade die Nukleardrohung Putins gegenüber den Europäern uns in verstärktem Maße in die Abhängigkeit von den Amis gebracht. Sozusagen, wir sind in einer Weise wieder davon abhängig, dass die ihren Schutzschirm über uns halten, wie wir das die ganze Zeit nicht waren, jedenfalls nicht geglaubt hatten, dass wir es waren. Sodass also ja auch schon seit geraumer Zeit die Frage im Raum steht, brauchen die Europäer eigentlich, um ihre strategische Autonomie geltend zu machen, so etwas wie eine eigene nukleare Abschreckungskomponente? So. Das wird nicht wirklich offen diskutiert, aber so insgeheim, ich bin ja jetzt emeritiert, ich darf ja sehr viel mehr sagen, als ich vorher sagen konnte, so insgeheim ist es eigentlich allen, die darüber nachdenken, klar. Dass wir jedenfalls spätestens mit einer zweiten Präsidentschaft Trump oder einem Typ dieser Art, das uns wie ein Bleigewicht an den Beinen hängt. Nun ist natürlich klar, sozusagen, wenn das die 27 sind oder es kämen noch welche dazu, dann würde das Ganze nicht funktionieren, weil da zu viele Vetospieler wären. Ne? Und aber die EU bietet ja in ihrer Struktur ein Angebot, wie man das lösen kann.
Denn in Wahrheit besteht die EU ja aus einem Kreis aus Kreisen oder eine Ellipse aus Ellipsen. Ne? EU-Raum, Schengen-Raum, Euro-Raum sind ja alles keine konkurrenten Räume. Und von daher könnte man sagen, okay, dann bildet sich halt eine Gruppe, die für die europäische Außen- und Sicherheitspolitik zuständig ist. Das wären Deutschland und Frankreich. Die müssen das hinbekommen. Die Auseinandersetzungen sind auch zurzeit vor allen Dingen Auseinandersetzungen um die Frage, wer wird der Akteur der Rüstungsproduktion sein. Dann müsste ein südeuropäisches Land dazu. Da spricht im Augenblick mehr dafür, dass es Spanien ist als Italien, aber die haben sich seit Berlusconi ja selbst ins Abseits manövriert. Und es müsste ein ostmitteleuropäisches Land, das ist nach Lage der Dinge Polen, dazu. So, das würde dann heißen, dass immer einer den Hut auf hat, aber der muss dann sozusagen wechseln. Ne? Zwischen diesen fünf rotieren immer ein halbes Jahr. Das können die Europäer, kennen sie ja auch, machen sie ja auch mit einiger Routine und Gelassenheit. Und dann wird sich plötzlich zeigen, dass da auch eine ganze Reihe von kleineren gerne mitmachen wollen. Und dann kann man sehen, dass es ja auch jetzt schon erhebliche Fortschritte gibt. Also die mechanisierte Brigade der Niederlande, also sagen ihre Panzerbrigade, die steht letzten Endes unter deutschem Kommando. Hat nicht nur deutsches Equipment, sondern steht unter deutschem Kommando. Also nicht nur so Stabsgeschichten, sondern bis in die Tiefe hinein. Denn das ist gewissermaßen dann für diese Kleineren die Möglichkeit, mit dabei zu sein. Aber klar muss dann auch sein, da können wir gewissermaßen uns kein Einstimmigkeitsprinzip und einhandeln mit dem Ergebnis der Vetospieler, sondern das muss man dann eher organisieren, wie das in der politischen Theorie im Hinblick auf die Gewaltenteilung mit der vergessenen Institution, nämlich der vierten Gewalt, die heißt Prärogative, ein Begriff, den John Locke gerne gebraucht hat, heißt nämlich, also in den USA sind das dann die Präsidentschafts-, die imperialen Präsidentschaftsbefugnisse, dass in dieser Situation derjenige von den Fünfen, der gerade den Hut auf hat, Befugnisse hat, die außerordentlich sind. So, damit man halt in diesem Spiel dabei sein kann. Das kann ich so beschreiben. Ob das wirklich jetzt ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Aber was ich sagen kann ist, wenn das die Europäer nicht schaffen, sind sie aus dem Spiel. Dann gilt sozusagen das, was Chakrabarti, indischer Historiker, vor Jahrzehnten schon mal als Titel eines Buches genannt hat, Europa als Provinz. Zunächst der Herr in der Mitte. Ja, Herr Münkler, was bedeutet das von Ihnen skizzierte Szenario der Fünf für die Entwicklung und Rolle der UNO aus Ihrer Sicht? Naja, die UNO ist ja gewissermaßen der Versuch, die unterschiedlichsten Prinzipien zusammenzubinden. Erstens die Gleichheit aller Akteure, die gilt in der Generalversammlung. Hat aber den Preis, dass die Generalversammlung was beschließen kann, aber es ist nicht bindend. Entscheidend ist der Sicherheitsrat, der ja gewissermaßen mit 15, aber von diesen fünf, in diesen 15 gibt es fünf, die sind gleicher, nämlich diejenigen, die ein wirkliches Vetorecht haben. Also sozusagen eine Hervorhebung von Einzelnen im Hinblick auf ihre politische Bedeutung. Das ist natürlich die Fotografie von 1945 oder 1946, die da drin aufscheint, die den heutigen Verhältnissen nicht mehr entspricht und von der man auch sagen kann, in dieser Frage sind die UNO reformunfähig, notorisch reformunfähig und dadurch antiquiert. Und dann darin halt noch die Sonderregelung des Vetorechts, bei dem gewissermaßen kein Zünglein an der Waage ist, was der Vorzug des Gleichgewichtssystems ist, sondern ein einziger mit seinem Veto alles blockieren kann.
Das heißt, die UNO werden nicht bedeutungslos werden, aber sie werden weiterhin so wenig Bedeutung haben, wie sie in der gegenwärtigen Situation haben. Ja, also der Guterres kann einem ja schon leid tun, dass sozusagen in der Nacht, in der die Sicherheitsdebatte war, der Putin den Angriffsbefehl gegeben hat. Ja, das würde ich so sagen, nicht? Ich meine, es gab vielleicht mal so ein Window of Opportunity, also sozusagen eine Gelegenheit. Vielleicht nach 89, 90, da hat auch die deutsche Regierung erhebliche Anstrengungen unternommen. Aber natürlich haben die Beati Possidentes, also diejenigen, die sozusagen unverhältnismäßig große Macht haben als ständige Mitglieder, kein Interesse daran gehabt, die abzugeben. Ne? Nicht die Franzosen, die mit den Europäern zu teilen, nicht die Briten in Europa aufzugehen. Über die Sowjetunion respektive Russland, aber er hat es über die Sowjetunion gesagt, hat Helmut Schmidt ja mal gesagt, seiner gelegentlich bösartigen Art zu formulieren, Obervolta mit Atomraketen. Ja? Also eigentlich würde denen von der ökonomischen Potenz her das auch nicht zustehen. Nicht? Und wenn Sie noch überlegen, das ist die einzige Reform, die stattgefunden hat, der Wechsel der fünften Stimme von Taiwan nach Festlandschina. Von daher glaube ich, dass eine operative Politik, die zentral auf die UNO setzt, aufs falsche Pferd setzt, im buchstäblichen Sinn. Das heißt nicht, dass die UNO überflüssig sind. Nicht? Sozusagen für bestimmte Diskussionen, für das Ausprobieren, für Annäherungen und derlei mehr, also im weiteren Sinn für das Deliberieren, sind die schon wichtig, aber ihre Dezisionen haben keine Durchschlagskraft und die wirklichen Akteure werden die Fünfe sein, die entscheiden. Wobei man halt sehen muss, ob die Europäer dabei sind oder was sind die alternativen Kandidaten? Ein Land aus Südostasien, Indonesien hätte Interesse, sicher ein Land aus Lateinamerika, die Brasilianer hätten Interesse, vermutlich auch ein Land der arabischen Welt, aber die können sich ja nicht darauf einigen, wer für sie antreten sollte und so weiter, nicht? Also dann wird gewissermaßen all das zu Machtfragen. Es hat eine Reihe von Folgen, nämlich, dass die auch die Menschheitsfragen untereinander verhandeln. Aber man kann nicht eo ipso sagen, dass es dann besser ist oder schlechter bestellt ist um die Menschheitsfragen, als es zuletzt war, als sie nicht Regierungsorganisationen das wesentlich gemacht haben. Ja, vielen Dank. Die erste Frage geht mir in die Vergangenheit. Ich habe Zweifel, ob das mit den fünf funktionieren kann. Wäre es in der Vergangenheit unter Berücksichtigung der Tatsache, dass China und USA beide an erster Stelle die Weltmachtfunktion ausüben wollen, nicht sinnvoller gewesen, dass das, was kurz in Ihrem Vortrag auch angeklungen ist, es einen Block gegeben hätte zwischen Europa und Russland, also ein eurasischer Block als dritte Macht. Das hätte natürlich vorausgesetzt, dass der Überfall von Putin nicht stattgefunden hätte, aber die Tür in dieser Richtung war möglicherweise in den 90er Jahren oder zu Beginn des neuen Jahrtausends offen gewesen, dass man in eine Dreierkonstellation geraten wäre, der eurasische Block und China und USA auf der anderen Seite. Die zweite Frage, bei Ihrem Fünfermodell, wo gehört da eigentlich Südamerika hin, also insbesondere Brasilien, wo gehört Afrika hin, insbesondere die südafrikanische
Union, rechnen Sie die in den Block mit Indien dazu, dass sich in die Richtung die Dinge weiterentwickeln? Also zwei unterschiedliche Fragen. Mhm. Ich beginne mit der letzten. Das ist natürlich klar, nicht? Es gibt eine Reihe von Akteuren, die gerne den Anspruch hätten, zu den Fünfen zu gehören, aber nicht dazu gehören. Das ist klassisch sozusagen für solche Fünfersysteme. Vor 1914 wollten die Italiener gerne eine der europäischen Vormächte sein. Das war auch der Grund, warum sie 15 in den Krieg eingetreten sind, weil sie Österreich-Ungarn beerben wollten. Aber das Dramatische war, dass sie in der Pariser Friedensordnung eben genau diese Macht nicht geworden sind, sondern Vittoria Mutilata, also der verstümmelte Sieg. Das hat damit zu tun, dass die Fünfe ein Interesse daran haben, wie ich das gesagt habe, Fünfe zu bleiben. Und nicht gewissermaßen in einen Prozess, der, wie heißt das so schön, der nach offen, oben offenen Richterskala, ja? Also, und da kommt noch einer dazu und so weiter. Dann ist klar, dann passiert das, was man in der Europäischen Union beobachtet hat. Es wird immer schwieriger, zu Ergebnissen zu kommen und sich durchzusetzen. Und die Frage der Dominanz wird auch verwaschen. Lateinamerika ist zweite Reihe. Also ich hatte ja vorhin gesagt, nicht? Es gibt eine zweite Reihe, um die man sich bemüht. Lateinamerika ist zweite Reihe, Afrika ist zweite Reihe, die muslimische Welt ist zweite Reihe, Südostasien ist zweite Reihe, Zentralasien ist zweite Reihe. Zentralasien ist interessant, weil da die Russen und die Chinesen aneinander geraten können. Es spricht manches dafür, war auch schon mal so. Arabische Welt paralysiert sich selber. Afrika ist strategisch umkämpft zwischen den Russen. Die haben aber nur militärische Macht, Wagner. Deswegen wird der Putin die Söldnertruppe auch nicht auflösen. Die braucht er aus geostrategischen Gründen. Ökonomische Macht, das machen vor allen Dingen die Chinesen. Einsetzen von Geld, um Abhängigkeiten zu generieren. Und die Europäer müssen herausbekommen, wie sie sich in Afrika präsentieren, denn Afrika wird letzten Endes für sie von zentraler Bedeutung sein, weil wenn in Afrika die Hölle los ist, werden die Migrationsströme eben nicht nach China gehen und nicht nach Russland gehen, sondern die werden zu uns kommen. So, das sind auch so Herausforderungen, denen man sich stellen muss, wenn man zu diesen Fünfen gehören will. Und Lateinamerika wird weiteren Sinne halt letzten Endes doch innerhalb der Sphäre der USA bleiben. Aber nicht so einfach, ja, nicht mehr so einfach, wie man das in Mittelamerika gemacht hat oder wie der 100-Jährige, also Henry Kissinger, mal in Chile ein Problem geglaubt hat, gelöst zu haben und so weiter und so weiter. Also klar, es gibt die zweite Reihe, es gibt auch die dritte Reihe, es gibt vermutlich eine vierte Reihe. Vierte Reihe sind dann diejenigen, bei denen Katastrophen sich ereignen können, ohne dass sich irgendeiner aufgerufen fühlt, da zu helfen. Das ist gewissermaßen das Letzte, weil sie sozusagen keine geopolitisch, geoökonomisch zentrale Funktion haben. Was Sie den Eurasischen Block genannt haben, das hat natürlich eine tiefe Tradition. Die deutschen Geopolitiker haben da gerne drüber nachgedacht, in der Tradition des Briten Halford Mackinder, haben sie sozusagen dessen Vorstellungen umgedreht. Bekanntest davon ist Karl Haushofer als der Vordenker dessen, was dann der Hitler-Ribbentrop-Pakt war oder was vorher schon Rapallo war, nämlich sozusagen die enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland als einem geopolitisch oder ja, geotheologisch betrachtet Land, das einerseits Zugang zum Meer hat, aber keine Seemacht ist und auch nicht geworden ist, und andererseits aber in den Kontinentalblock hineinragt, nicht? Und sozusagen Karl Haushofer hatte die Vorstellung einer Koalition zwischen Nazi-Deutschland, der Sowjetunion und Japan. Das hat aus bekannten Gründen nicht funktioniert, oder kann sagen, Gott sei Dank hat es nicht funktioniert. Aber der Haushofer war kreuzunglücklich. Es ist sozusagen der Mentor von Rudolf Hess gewesen, als kreuzunglücklich, als Barbarossa begonnen hat.
Das Interessante daran ist, dass Zbigniew Brzezinski und Alexander Dugin beide 1997 Bücher veröffentlichen, in denen sie die Frage stellen, erstens Brzezinski, wie kann die USA die einzige Weltmacht bleiben? Und Dugin die Frage, wie kann Russland wieder ein Weltmachtakteur werden? Für Brzezinski ist die Frage, wie beherrschen wir Eurasien? Und er kommt zum Ergebnis, wir müssen eng mit China zusammengehen und vor allen Dingen eng mit den Europäern zusammengehen. Brzezinski war der Sicherheitsberater von Jimmy Carter. Kann man auch sehen, wie sozusagen solche Entwürfe kollabieren. Ja? Mit den Europäern, das funktioniert unter einem demokratischen Präsidenten wieder. Das ist sozusagen, die Amis wissen, bestimmte Auseinandersetzungen können sie nur gewinnen, wenn sie Europäer als Verbündeten haben. China ist sozusagen weggewandert in eine andere Richtung. Da waren die Erwartungen und Hoffnungen damals andere. Trotz Tiananmen-Platz 97, war klar, ne, sozusagen, die hatten das niedergerollt. Aber die Vorstellung, wenn China kapitalistisch wird, dann wird es auch in irgendeiner Weise bürgerpartizipativ. Ja? War so nicht. Alexander Dugin wiederum hat gesagt, wir müssen, um Russland wieder zu einem großen Akteur machen, drei Schneisen schlagen. Erstens eine nach Tokio. Mit Tokio, mit den Japanern kann man immer antiamerikanische Geschäfte machen, man muss die nur an die Zündung der beiden Atombomben erinnern. Das hat so auch nicht funktioniert. Zweite Achse, Teheran. Mit den Iranis funktioniert das, sagen USA als Todfeind. Und da kann man sagen, das funktioniert zurzeit ganz gut. Also sozusagen, ich gehe mal davon aus, dass die Russen über kurz oder lang den Iranern auch das noch liefern, was sie zurzeit an Atomtechnologie nicht haben. Die kriegen dafür die etwas günstigeren Drohnen von den Iranern geliefert. Und die dritte war Berlin. Und zwar mit der Überlegung, wir geben den Deutschen die Exklave Kaliningrad. Nun würde ich jetzt mal sagen, als alter Wessi aus dem Frankfurter Raum, Kaliningrad interessiert mich nicht besonders, das Grab von Immanuel Kant kann man auch irgendwie anders bewirtschaften, dazu muss man das nicht haben. Aber die Überlegung war natürlich, unter diesen Umständen sind die Deutschen mit den baltischen Staaten und den Polen Spinnefeind. Ja, sozusagen, es gibt eine zentrale geopolitische Konkurrenz. Und die alte Vorstellung, wir teilen im Prinzip Europa zwischen Russland und den Deutschen auf. Es hat eine lange Tradition. Ja, Teilungen Polens, die Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts, die Koalitionen, die sowohl Wien als auch Berlin mit den Russen gemacht hat, haben. In diese Tradition hinein haben die das gedacht. Ja. Insofern kann man sagen, ja, das sind Entwürfe, die da sind, aber das Problem ist natürlich, eine Dreier-Situation ist immer heikel. Ja, die kann sich nicht stabilisieren, die wird so oder so ein Übergewicht geben und derjenige, der sich in der komfortablen Situation des Dritten befindet, versteigert gewissermaßen seine Bündnisloyalität an den Meistbietenden. Also eine Situation, von der man unter spieltheoretischen Gesichtspunkten nur abraten kann. Und unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten würde ich sagen, haben wir Westeuropäer damit überhaupt keine guten Erfahrungen gemacht. Ja, bevor ich jetzt hier das Wort weitergebe, muss ich jetzt zu unseren diskussionswilligen Teilnehmern im Internet kommen. Immerhin haben wir ja fast 700 Zuhörer im Internet, die live jetzt dabei sind. Und da können Sie sich vorstellen, dass da auch Fragen im Raume stehen. Vorhin haben wir über die Zusammensetzung dieser fünf gesprochen und da wurde ja zu Recht, wie ich fand, darüber diskutiert, ob die Europäische Union da einer dieser Player sein wird. Hier stellt sich jetzt bei Gregor Pechstein die Frage, wieso denn Russland einer dieser fünf sein soll? Die würden ja nur aufgrund der geerbten Atomwaffen so stark sein, würde Nordkorea, so heißt es hier, würde Nordkorea mit einer entsprechenden Anzahl von Atomwaffen zulegen,
während sie dann auch groß macht. Mir erscheinen die ASEAN-Staaten als Fünfter im Bunde wesentlich wahrscheinlich als Russland, dass sie zusammen das notwendige wirtschaftliche Potenzial mitbringen. Ich darf noch zwei andere Fragen anschließen. Dann die Europäische Union. Nochmal Thema, welche Reformen müssten die Institutionen der Europäischen Union durchlaufen, um dann, sag ich mal, in der Lage zu sein, dann hier einer der fünf werden zu können, insbesondere um zu einer gemeinsamen militärischen Politik kommen zu können. Und das hat jetzt damit gar nichts zu tun, aber es ist eine schöne Frage, finde ich. Was wäre der bestmögliche Ausgang der Ukraine, des Ukraine-Kriegs aus Sicht der Weltgemeinschaft? Also der bestmögliche Ausgang. Ja. Na gut, der bestmögliche Ausgang wäre im Prinzip, die Russen bezahlen, dass sie alles kaputt gemacht haben. Und sie ziehen sich aus dem gesamten Gebiet, das sie besetzt haben, zurück. Also sozusagen der Versuch, manches kann man nicht wiederherstellen, die Leben, die zerstört worden sind, die bleiben zerstört, aber dennoch der Versuch sozusagen Status quo ante. Aber das so zu beschreiben, zeigt auch, das ist der ganz unwahrscheinliche Ausgang des Krieges, der bestmögliche. Die wahrscheinlichen Ausgänge des Krieges werden ganz anders aussehen. Ja, das ist natürlich richtig, nicht? Sozusagen bei rein wirtschaftlicher Macht würden die Russen eigentlich keine Rolle spielen. Aber wir haben ja in den letzten Monaten sehen können, welche Bedeutung die Atomwaffen plötzlich wieder haben. Also sozusagen dieser Switch zurück zur militärischen Macht, auch der Druck, der auf uns liegt, wieder sehr viel mehr Geld in militärische Macht zu investieren, zeigt, dass die wirtschaftliche Potenz der ASEAN-Staaten nicht hinreichend ist, um das auszubalancieren. Dann kam das Argument, aber der kleine Kim hat ja auch Atomwaffen. Ja, aber Atomwaffen sind eine schwierige Geschichte, nicht? Da brauchen sie sehr viel Territorium, um nicht bei einem Erstschlag ausgeschaltet werden zu können. Das wäre für Nordkorea natürlich ganz klar nicht. Im Erstschlag kann man Nordkorea ausschalten. Wir haben keine Zweitschlagsfähigkeit. Aber Russland hat immer Zweitschlagsfähigkeit, auch aufgrund seiner Atom-U-Boote und vielem anderen mehr. Sodass also das tatsächlich ein Akteur ist und letzten Endes ein Akteur ist, an dessen Existenz die USA im Sinne der Aufrechterhaltung tendenziell von Non-Proliferationsregimen, also dass nicht quasi jeder Heini mit Atomwaffen rumläuft, interessiert sind. Das Budapester Memorandum, das den Abtritt, das Abtreten der ukrainischen Atomwaffen ja zum Ziel hatte und auch durchgesetzt hat, mit der Gegenleistung, dass die Russen die Unversehrbarkeit der ukrainischen Grenze unterschrieben haben, war motiviert durch den Umstand, dass aus dem Zerfall der Sowjetunion nicht plötzlich aus einer Atommacht vier Atommächte, nämlich Russland, Weißrussland, Ukraine und Kasachstan hervorgehen, nicht? So. Das zeigt sozusagen, dass man in diesem Bereich jedenfalls mittelfristig darauf setzt, dass es zwar hier und da Akteure gibt, die als Atommächte auftreten, dass aber das nicht zur Regel werden darf und soll, dass im Prinzip jede Atommacht sein kann. Und dazu braucht man die Russen, um ganz bestimmte Bereiche sozusagen am Zügel zu halten. Es war noch die Frage nach den europäischen Reformen. Naja, das werden ungeheuer viele Reformen sein, nicht? Und es wird quasi eine Neuerfindung Europas sein. Man kann sagen, das Kohlsche Projekt, erst Währungsreform, dann politische Einheit, nicht? Was die Geschichte der Bundesrepublik von 48-49, ja, Währungsreform, dann Grundgesetz, den Prozess der Wiedervereinigung, Währungseinheit, dann Beitritt der neuen Länder auf der europäischen Ebene wiederholen sollte. Das ist halt gescheitert, ja. Der Euro ist eingeführt worden, aber sozusagen die politische Union ist nicht wirklich zustande gekommen, in Volksabstimmungen gescheitert.
Das heißt aber sozusagen nicht, dass damit die Erfordernis dessen weg ist. Und wenn Sie die einschlägige Literatur anschauen, dann war eigentlich schon auf dem Höhepunkt der Eurokrise, also Griechenland und anderes mehr, immer die Diskussion darüber, wenn das nur eine Union bleibt, die durch fiskalische und wirtschaftliche Fragen zusammengehalten ist, dann kann die, wenn es stürmisch wird, nicht bestehen. Das heißt sozusagen, das, was ich hier beschrieben habe als Modell, generiert, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, den Zwang auf die Europäer, das hinzubekommen oder bedeutungslos zu werden. Nicht? Und das sozusagen verschafft mir nur eine gewisse Zuversicht, dass ich sagen würde, wenn ich das beurteilen sollte hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, ob sie es hinkriegen oder nicht hinkriegen, ist 50-50. Und guckt man genauer hin, ist auch die von der Leyen-Kommission sehr viel politischer als alle früheren Kommissionen gewesen sind. Also sozusagen, es ist jetzt nicht nur die modelltheoretische Überlegung, die ich da aufdränge, sondern es sind auch sozusagen Beobachtungen aus der Wirklichkeit. Ja, Axel Mittelbach hier in der Mitte. Ja, eine Frage zu der fünften Macht, also dem Zünglein an der Waage. Welche Fähigkeiten braucht denn dieses Zünglein, außer dem Willen und der Fähigkeit, sich nicht auf eine Seite zu schlagen oder ziehen zu lassen? Braucht es nicht noch andere Machtkomponenten, um diese Rolle spielen zu können? Und hat Indien diese Möglichkeiten? Ja, das ist eine Frage, die habe ich mir auch, als ich dieses Buch, das ich da geschrieben habe, das im Herbst rauskommen wird, ein ums andere Mal gestellt, nicht? Auch unter dem Gesichtspunkt, gäbe es eine Alternative zu Indien. Denn wenn das noch die alte Kongresspartei wäre, die Indien regieren würde und nicht die Hindu-Nationalisten von Modi, dann könnte man sagen, naja, aber es gibt eine Tradition der politischen Vernunft und der politischen Urteilskraft, die im weitesten Sinne mit der Familie Gandhi verbunden ist und so weiter und so weiter. Das kann man jetzt nicht unbedingt sagen, wenn man den teilweise unappetitlichen Hindu-Nationalismus von Modi sich vorführt. Und natürlich gibt es eine ungeheure Verwundbarkeit Indiens. Erstens durch sein Kastensystem, das ja bestimmte ethnische Spaltungslinien intensiviert, und zweitens durch die ökologische Entwicklung, nämlich dass die großen Städte als erste Kandidaten nasse Füße kriegen, um das sehr euphemistisch zu sagen. Das ist alles richtig. Aber auf der Suche nach einem Fünften, der bei dem sichergestellt ist, dass er sich nicht einem Block von den zwei anderen zuschlägt und sagt, ich mache aber damit, ich will nicht ausgleichen, guckt man die Kandidaten durch, fast immer zu Indien. Das heißt auch nicht, dass Indien diese Rolle spielen kann. Ja? Und ich meine Beschreibung der Pentarchie in Italien, das hat nicht mal 50 Jahre gehalten, dann hat der kleine Medici da versagt in dieser Frage. Das kann man alles nicht ausschließen. Andererseits haben natürlich die Inder, die ja schon ganz schlau sind und viel lernen können, das Scheitern von zwei Pentarchien vor Augen und sind deswegen vielleicht klüger als diejenigen unter deren Ägide, die damals kollabiert sind. Also das muss man dann halt auch dazu sagen. Aber die Bewertung von Indien wird auch in hohem Maße davon abhängen, ob die Chinesen bereit sind und Lust haben, einen Wasserkrieg zu führen. Die können ja tendenziell durch die Umleitung der großen Quellen und Flüsse im Himalaya-Gebiet Indien trockenlegen tendenziell oder sozusagen zu einem Sumpf, der durch Monsunregen entsteht, verwandeln. Das heißt sozusagen, da gibt es eine Fülle von Verwundbarkeiten, aber wenn man genauer hinguckt, kann man die, Russland ist angesprochen worden, über Europa haben wir auch gesprochen, kann man die auch im Hinblick auf die USA als ein zutiefst gespaltenes Land
und derlei mehr geltend machen. Ich würde sagen, eine Weltordnung bekommt seine Akteure auf der einen Seite durch die Frage, inwieweit der Primat der Innenpolitik zurückgedrängt werden kann. Primat der Innenpolitik, das ist ein Begriff, den ein deutscher Historiker Eckhard Kehrmer ausgebracht hat, um die deutsche Politik von 1914 zu beschreiben. Nicht? Sozusagen letzten Endes haben bestimmte innenpolitische Konstellationen außenpolitische Bündnissysteme determiniert. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist eine andere Frage, ist egal. Aber das muss man immer bedenken. Ja, und der Rückzug der USA hat auch was mit Innenpolitik zu tun. Aber umgekehrt ist ja auch interessant, sich zu überlegen, das Argument nochmal, das ich im Hinblick auf die EU gemacht habe, dass sozusagen Gesamtkonstellationen einer Weltordnung auch die innenpolitischen Gefechtslagen dramatisch verändern, nicht? Und Herausforderungen aufbauen, die man so vorher nicht gesehen hat. Oder anders gesagt, möglicherweise können sich dann eine Reihe von Akteuren den Luxus, den sie sich zurzeit leisten, nicht mehr leisten, sondern sie müssen in ganz anderer Weise ins Geschirr der Weltordnung. Heißt nicht, dass sie es tun. Heißt es nie. Ja? Das Ganze kann auch scheitern oder in Anarchie der Staatenwelt enden. In der zweiten Reihe der Bernd Strube. Zu Ihrem Bild der Fünf in der Weltordnung. Ist denn nicht die, ich nenne sie mal demokratische Seite oder der demokratische Block gegenüber dem autokratischen per se im Nachteil, weil immer wieder Wahlen stattfinden, immer wieder neue Personen die Akteure sind und die machtpolitischen Verhältnisse sich ständig ändern, während auf der anderen Seite Personen oder Personenkonstellationen über viele Jahre eher strategischer aufbauen können, als das demokratische Seite kann? Kann ein Nachteil sein, kann natürlich auch ein Vorteil sein. Normalerweise hätten wir vermutlich vor kurzem noch gesagt, Demokraten sind rekreationsfähig und bringen gewissermaßen immer neue, während Autokratien, die können gar nicht abtreten, weil sie dann fürchten müssen, dass sie bestraft werden oder exekutiert werden und deswegen sozusagen ab einem bestimmten Zeitpunkt die Herrschaft der Senilität und so weiter. Oder man kann auch sagen, man kann sagen, ich habe das selber so formuliert, das Gesetz der progredierenden Selbstverdummung von Autokraten, habe ich das genannt. Das habe ich mir überlegt, auf der Grundlage eines Textes von Xenophon, Hieron heißt der Dialog, wo es um die Frage geht, können Tyrannen Freunde haben? Nicht? Und sozusagen der Xenophon, der also dann dieses Leid des Tyrannen beschreibt, der keine Freunde haben kann, weil er allen misstraut. Und die Frage der Freundschaft, das berührt mich jetzt nicht, ob der Putin Freunde hat oder keine, ist mir sowas von egal. Aber die Frage der Berater, denen er vertraut, das ist ein ernster Punkt. Nicht? Und vermutlich ist das, was vor dem 24.02. stattgefunden hat, eine Situation, in der sich die Berater nicht getraut haben, zu ihm zu sagen, Wladimir Wladimirowitsch, wir haben aber Informationen darüber, dass die ukrainische Bevölkerung unseren Befreiertruppen nicht zujubeln wird. Oder wir haben Informationen darüber, dass amerikanische Sicherheitsdienste die ukrainische Armee so trainiert haben, dass sie sehr viel effektiver kämpft, als sie das 2014 getan hat. Sie sich nochmal diese Bilder vor Augen führen. Das war so eine Woche vorher, da hat er irgendwie, saß sein, sozusagen seine Entourage an so kleinen Tischchen, ja, und er saß da und da hat er den Chef des Sicherheitsdienstes zusammengefaltet. Vor laufender Kamera, ja. Da ist im Prinzip klar, da traut sich keiner hinzugehen und zu sagen, was du glaubst, das stimmt alles gar nicht. Und so manches an dem eigentümlichen Agieren von Prigozhin hat auch damit was zu tun, dass er offenbar, um den Begriff von Carl Schmitt aufzunehmen, den Zugang zur Machthaber verloren hat, ja, den er eine Zeit lang hatte. Und den er sich jetzt sozusagen mit so einer Aktion zurückholen wollte, was natürlich voll in die Hose gegangen ist. Kurzum, autokratische Regime sind sehr wankend und
es kann auch zur Folge haben, dass sie unter Zeitdruck geraten. Das gilt jetzt nicht für China. Die Chinesen haben Zeit. Aber es ist auch klar, wenn der Xi Jinping heute sich verabschiedet von dieser Welt, dann ist klar, wird irgendwie das ZK der KP China einen Nachfolger bestellen und so weiter und so weiter. In Russland ist das überhaupt nicht klar. Ja, gibt es keine Vorstellung davon, auf Grundlage von was auch immer, der Nachfolger kommt. Ist das jemand aus dem Militär oder aus dem FSB und welche Rolle wird das Geld spielen? Alles offene Fragen, die man nicht beantworten kann. Heißt, der Putin hat keine Zeit. Der muss bestimmte Dinge schnell machen. Xi Jinping kann sagen, ja, ich beobachte mal, wie das in der Ukraine läuft. Ich muss nicht im Windschatten dieses Krieges Taiwan erobern. Es kann auch zum späteren Zeitpunkt sein. Offenbar hat er sich für Letzteres entschieden. Nicht? Also ja, Demokratien haben ihre spezifischen Verwundbarkeiten. Autokratien haben sie aber auch. Die größte Verwundbarkeit der Demokratie, würde ich sagen, besteht nicht unbedingt in dem, was Sie angesprochen haben, aber damit verwandt, dass sie aufgrund ihres Rekrutierungsmechanismus von politischem Personal gewiefte Taktiker, die aber nur in 4 Jahren denken können, ja, oder 4 Jahre, dann verkürzt sich der Zeitraum wieder und dann wird es wieder 4 Jahre, aber keine wirklichen Strategen hervorbringen. Das könnte schon ein Problem sein, zumal bei uns in Deutschland. Früher haben die Parteien, als die großen Parteien noch große Parteien waren, immer über die Landesliste Leute aufstellen können, die sagen, überhaupt keine Lust hatten, in so einem kleinen karierten Wahlkreis oder sich da zu verkämpfen, die aber bedeutsam waren für die strategische Denkfähigkeit von Parteien, die sind zunehmend abhanden gekommen. Das könnte ein Problem von Demokratien sein, dass sie aufgrund ihrer inneren Rekrutierungsmechanismen sehr kurzfristig denken und die deutschen Politiker zumal noch die Neigung haben, von hinten zu führen. Also sich erstmal hinsetzen und gucken, was die also alle wollen und so weiter und dann einen Kompromiss zu formulieren. Und das ist, und darüber sozusagen wird man in den Parteien selber, kommt man nach vorne, und in Europa kommt man nach vorne und so weiter. Dass es aber inzwischen erforderlich ist, gelegentlich auch von vorne zu führen. Und da gibt's keinen. Ja? Frau Merkel konnte nicht von vorne führen, das wollte sie auch nicht. Olaf Scholz genauso wenig. Diejenigen, bei denen man sagen konnte, die haben von vorne geführt, das waren in mancher Hinsicht halt Leute, die aus der Kriegsgeneration herauskamen, nicht? Also die ehemaligen Oberleutnants. Ist okay, dass die jetzt nicht mehr da sind. Aber natürlich muss man sich darüber Gedanken machen, wo bekommt man solche Leute her? Ja? Und wie dockt man die an die Beratung an? So, jetzt ist aber die Frau in der letzten Reihe an der Reihe. Ja. Genau. Ich habe mal eine Frage, die ja schon teilweise beantwortet wurde. Und zwar, wie sieht es eigentlich mit der Bevölkerung aus in diesen 5 Playern? Weil jedes Land sitzt ja auch intern auf einem Pulverfass. Ja. Amerika mit ihrer Wahl, mit den Konzernen und der wirtschaftlichen Macht, die ja auch nur, die ja wieder einen Markt braucht. Europa zerstritten in vielen Fragen. Spanien mit ihrer Abgrenzung, also diese Katalonien und die haben auch ihre Probleme. Deutschland sowieso mit den zukünftigen Wahlen in den neuen Bundesländern. Dann ist England. Was ist mit England und Irland? Das heißt, hier kommen so viele Probleme von den einzelnen Player, die Sie ja genannt haben. Und Indien haben Sie ja selber genannt, mit ihren Muslimen und den Hindus, ne, der Modi. Und China. Auch China wird nicht durch ihre Überwachung ewig so bleiben können, denn da kommt ja auch noch Taiwan und Japan, dürfen wir nicht vergessen. Denn manchmal sind die, an die man nicht denkt, können sich ganz schnell nach vorne
richten? Naja, ich meine, wenn man einen Plan über Weltordnung macht, dann muss man mit groben Strichen arbeiten. Kann sich natürlich darüber im Klaren sein, dass wenn sich das tatsächlich in diese Richtung entwickelt, dass dann hier und da das möglicherweise doch ein bisschen anders läuft. Mein entscheidendes Argument ist auch das Argument des Fünfersystems, nicht? Sozusagen das nicht die Nichterfordernis des Hüters, die Mechanik der Stabilisierung und das Interesse der Fünfe untereinander zu bleiben. Die können alle ausgewechselt werden. Deswegen mein Verweis darauf, Schweden scheidet aus, weil Karl der XII. Die Schlacht von Poltawa verliert, beziehungsweise weil er so dumm ist, mit seinen zweifellos vorzüglichen Truppen bis weit in die Ukraine hinein zu marschieren. Und Spanien steigt aus, weil es andere Interessen und andere Aufmerksamkeiten hat. Und dann rücken andere nach. Das kann man gar nicht ausschließen, aber Rebus Sixtantibus, so wie jetzt die Dinge dastehen, könnte es mit hoher Wahrscheinlichkeit auf diese Fünfe zulaufen. Dass jeder davon seine Verwundbarkeiten hat und dass es einige gibt in der zweiten Reihe, die aber sehr sichtbar mit den Hufen scharren, das ist auch klar, nicht? Und dass möglicherweise nach 10, 15 Jahren einer solchen Pentarchie schon der erste ausgewechselt wird, weil natürlich auch das Interesse von vier anderen darin besteht, dass der fünfte handlungsfähig ist, ja, und dass man da sozusagen nicht so einen Rollatorfahrer mitschleppt, der nie was hinkriegt und wenn es um Aufgaben geht, immer sagt, ich kann aber jetzt nicht. Sodass also gewissermaßen von denen dann ein entsprechender Austausch, das kann man als Schwäche des Systems, ich würde es aber eher als Stärke des Systems verbuchen, und zwar unter Nutzung des Begriffs der Resilienz, also der Fähigkeit von Systemen, Schwachstellen zu identifizieren und zu stärken, beziehungsweise abgeschlagene Teile nachwachsen zu lassen. So, wir sind jetzt leider soweit am Ende. Ich könnte jetzt noch die Diskussion wahrscheinlich bis 10 oder 11 Uhr fortführen. Alleine die Fragen, die ich hier aus dem Internet vorliegen habe, würden das, denke ich, möglich machen, zumal ja jede Antwort wieder eine Frage nach sich zieht. Sitzen wir in einer Endlosschleife. Also ich freue mich ja natürlich unheimlich über die hohe Bereitschaft, hier mitzutun und vor allen Dingen, dass Sie heute Abend so zahlreich hier auch erschienen sind. Und im Internet, wie gesagt, waren parallel ja 700 Zuschauerinnen und Zuschauer. Wer heute Abend noch nicht genug von Herrn Münkler gehört hat, der kann morgen zu den Freunden der Villa Lessing gehen. Dort wird er nämlich um 19 Uhr referieren, aber nicht jetzt zum selben oder gleichen Thema, sondern zu einem anderen Thema, das da lautet, wohin steuern wir und können wir die Zukunft der Demokratie lenken? Mit Sicherheit auch ein sehr interessantes und gewinnbringendes Thema für Sie, also gehen Sie gerne auch zu den Kollegen von der Villa Lessing. Natürlich haben wir heute Abend bei einem Autor, der so viele tolle Klassiker sozusagen verfasst hat, auch einen Büchertisch von der Buchhandlung St. Johann. Der liebe Herr Hofstetter hat hier an der Theke alle möglichen Bücher von Herrn Münkler im Angebot, also da können Sie sich nachher etwas aussuchen und Herr Münkler wird auch signieren, wenn Sie das wünschen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für diesen sehr, sehr spannenden und natürlich auch für mich schon etwas, man steht noch ganz im Bann dieser neuen Informationen, über die ich jetzt mir so noch keine konkreten Gedanken gemacht habe. Ihnen geht es vielleicht ähnlich. Umso wichtiger war dieser Vortrag und Herr Münkler hat es ja angedeutet, am 17. Oktober erscheint das, was Sie heute so quasi in der Blaupause gehört haben, als großes, dickes Buch und wird dann zur Buchmesse erscheinen in Frankfurt, sodass wir da mit Sicherheit auch für die Zukunft, alles wird er uns ja noch nicht verraten haben, auch für die Zukunft das ein oder andere noch von ihm hören werden können.
Ich bedanke mich, wie gesagt, bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend.